Herzlich willkommen zum heutigen Vinyasa Flow. Es ist ein Vinyasa Flow, das du vielleicht so noch nicht kennst. Wir werden nämlich einen Mini-Flow aufbauen anhand von kleinen Sequenzen, die wir einzeln üben. Und am Schluss zum instrumentalen Musikstück flowen. Es ist nicht Inside Flow, aber es ist auch nicht ganz ein klassischer Vinyasa Flow. Wir werden anhand von einzelnen Sequenzen den Flow aufbauen. Und damit du schon ein bisschen Musik gewöhnen kannst, lasse ich immer ein bisschen instrumentale Musik im Hintergrund laufen. Wir üben kleine Sequenzen. Immer vier Schläge sind eine Einatmung und vier Schläge sind eine Ausatmung. Wenn es dir zu schnell geht, du dein Video anhalten, übe und geh nachher wieder weiter. Damit du in kalte Flow gehst, nimm deine Arme zuerst mal über den Kopf, tu einschnaufen, fass dein linke Handgelenk ausschnaufen, zieh nach rechts. Komm zurück in die Mitte einschnaufen und wechsel die Seite ausschnaufen, zieh. Nochmal zurück in die Mitte kommen, geh nochmal jede Seite, schnauf aus. Und nochmal zurück in die Mitte und geh auf die andere Seite. Komm zurück in die Mitte. Nimm jetzt deine Hände hinter den Rücken, vielleicht sogar so, dass die Handflächen aufeinander liegen und ziehe die Arme ganz fest weg von dir, dass du Brustöffnung hast, eine sanfte Dehnung über die Vorderseite und bleib hier. Gut, nimm deine Arme wieder über den Kopf und in ein Anjali Mudra vor die Brust. Nimm jetzt deine Arme gestreckt vor dir, mach Füße und spick deine Finger weg. Behalte deine Arme ganz gestreckt und deine Finger sind ganz kräftig. Es soll dazu dienen, deine Unterarme aufzuwärmen und somit auch die Handgelenke. Die sind wichtig, die brauchen wir heute. Du deine Handfläche nicht gegen hoch drehen und du dort auch noch weiter spicken, spicken, spicken. Es wird sicher schon langsam ein bisschen warm. Dann kannst du jetzt deine Finger aufspreizen und du noch so ein wedeln mit den Händen oder kreisen. Hauptsache deine Handgelenke, die sich ein bisschen bewegt. Gut. Nimm jetzt deine Hände auf die Schultern und fang an grosse Kreise rückwärts zu machen. Die Schultergelenke ein bisschen mobilisieren und aufwärmen. Und gang nachher noch die andere Richtung, drei von hinten führen. Gut. Bring jetzt deine Hände überkreuzt auf deine Brust. Du die Blick gerade ausrichten und du nur mit dem Oberkörper klein rotieren. Der Kopf bleibt immer nach vorne gerichtet. Hier geht es um die Halswirbelsäule, wenn wir ein bisschen mobilisieren wollen. Gang ein paar Mal hin und her. Komm zurück in die Mitte und löse deine Arme. Komm jetzt in eine Kindstellung. Und zwar so, dass du deine beiden Arme gerade vor dir aufstreckst auf der Matte, deine Hände flach in den Boden reindrückst. Jeder Finger ist abgespreizt vom anderen. Kein Finger berührt den anderen Finger. Du deine Zehen aufstellen. Die Knie sind parallel zueinander, also nicht geöffnet. Dein Gesäß. Steufungen auf den Fersen. Du tief einschnaufen im Bauch und wieder ausschnaufen. Vielleicht spürst du schon ein bisschen den Beat von der Musik. Dann probiere in diesem Rhythmus zu schnaufen. Und wieder auszuschnaufen. 5, 6, 7. Du einschnaufen. 1, 2, 3, ausschnaufen, 5, 6, 7. Roll dich auf deinen Vierfüßler ganz rund. Bei der Ausatmung schiebst du dich zurück ins Kinn mit langem Rücken. Schnauf wieder ein, roll dich rund auf. Ausschnaufen, zurück ins Kinn. Roll auf, rund. Und zurück ins Kinn, ausschnaufen. Komm jetzt wieder rauf und kreis mit dem rechten Arm von hinten führen. Leg deine Hand zurück auf die Matte und komm ins Kinn. Links schwimm, einschlafen. Zurück ins Kinn. Rechts schwimm, ziehen. Hände am Boden, zurück ins Kinn. Gut, noch einmal links schwimm.
zurück ins Kinn. Roll dich auf in einen Vierfüßler. Zurück wieder ins Kinn. Roll auf in den Vierfüßler. Diesmal nimmst du dein rechte Bein mit durch den Anwinkel und kommst wieder zurück, beide Füße auf der Matte. Roll auf in den Vierfüßler, du das linke Bein anwinkeln. Fuß auf die Matte, zurück ins Kinn. Wenn du willst, rollst du jetzt weiter in die Cobra. Rechten Fuß anwinkeln. Schau, wie es dabei deinem Rücken geht. Zurück ins Kinn. Roll auf in die Cobra. Bleib kräftig in den Schultern, lass dein Becken nicht runtersedern und zurück ins Kinn. Noch einmal, roll auf, rechten Fuß anwinkeln und zurück ins Kinn. Cobra, links, linken Fuß anwinkeln, zurück ins Kinn. Roll auf, rechten Fuß anwinkeln. Von hier roll dich über deine linke Hüfte und stell deinen rechten Fuß auf Höhe vom Knie am Boden ab. Und zwar so, dass noch ein Fuß zwischen Fuß und Knie Platz hat. Deine rechte Hand ist auf dem Herz. Dreh dich zurück in eine Cobra, rechter Fuß ist angewinkelt, ausatmen, zurück ins Kinn. Roll auf, links Bein ist angewinkelt. Roll jetzt über deine rechte Hüfte, bis du sitzt, ist dein linker Fuß am Boden, deine linke Hand auf dem Herz. Bei der nächsten Einatmung roll dich zurück in die Cobra, lass dein linke Bein angewinkelt, Fuß ablegen, zurück ins Kinn. Wir gehen mit der Musik. Roll auf, rechten Fuß angewinkelt, über die linke Hüfte stell die rechte Fuß ab. Einatmen, zurück in die Cobra, rechter Fuß ist immer noch angewinkelt, über die Knie zurück ins Kinn. Roll dich auf, linker Fuß ist angewinkelt. Über die rechte Hüfte stell den linken Fuß hinter dir ab. Gut. Zurückkommen in die Cobra und wieder zurück ins Kind. Roll auf, rechten Fuß anwinkeln. Über deine linke Hüfte rechten Fuß abstellen. Komm zurück in die Cobra und zurück ins Kind. Noch einmal links. Roll auf, Cobra links Bein anwinkeln, roll dich über die Hüfte, linker Fuß stellt ab, linke Hand ist auf dem Herz. Zurück in die Cobra kommen und zurück ins Kinn. Roll dich auf und über die Knie, komm in den Hund, der runterschaut. Du hier ein bisschen an Ort und Stelle laufen, sodass deine Hamstrings noch ein bisschen dehnst, noch ein bisschen aufwärmst. Deine Hänge sind immer noch weit aufgespreizt und du stossest dich mit deinen Hängen so richtig weg vom Boden, bis dein Gesäß ganz weit hinten oben ist und dann länger rücken ist. Stell deine Fersen auf. Komm leicht in die Knie. Ich sage dem Down Dog Squat. Du hast immer noch länger Rücken, das Gesäß ist weit hinten oben. Roll dich ganz rund vor in ein Brett einschnaufen. Mach neu, komm zurück in Hund ausschnaufen. Roll dich vor, einschnaufen. Zurück in Hund ausschnaufen. Einmal mehr. Roll vor. Und zurück in Hund. Nimm jetzt dein rechte Bein hinten auf, streck dich. Zieh für einen Sprinter, stell deinen Fuß zwischen den Hängen ab, hinter das Knie liegt am Boden. Mini Vira 1, bring deine Hänge über den Kopf, zieh die Schultern neben dem Kopf auf. Press dein Becken noch etwas weiter führen und auf, streck dich. Zieh jetzt hinten ab in ein Art Hanuman, so dass deine Hüfte über dem linken Knie nicht weiter hängen. Dein rechter Fuß ist flexaktiv. Dein rechte Bein muss nicht durchgestreckt sein, es darf. Deine Hänge sollen nicht zu weit vorne sein, dafür soll dein Oberkörper immer noch lang sein. Komm in meine Vira 1
und zurück ins Ardha nochmal. 6, 7. Und noch einmal vorne ins Mini Vira 1. Zurück Ardha nochmal. Noch einmal Mini Vira 1. Zurück in Sprinter, löst dein hinteren Knie vom Boden. Zieh dein rechte Bein zurück in dreibeinig Hund. Und stell wieder ab in Hund. Links Bein geht hinten rauf. Zieh für den Sprinter, schau, dass dein Knie über dem Fuß ist. Rechts Knie ist am Boden. Mini Vira 1. Bleib hier, dehn dich. Zieh die Schultern wirklich neben deinen Ohren rauf. Streck dich bis an die Decke auf, dein Becken stellt auf, ziehen. Nimm deine Arme hinten durch, zieh zurück deine Hüfte über dein rechtes Knie ins Ardha Hanuman. Linker Fuß ist flex. Komm jetzt wieder in Mini Vira 1 mit der Musik. Ardha Hanuman, schnuff aus. Schnuff ein, Mini Vira 1. Schnuff aus, Ardha Hanuman. Noch einmal, Mini Vira 1. Komm zurück in Sprinter, löst dein rechte Knie vom Matten. Zieh dein linke Bein zurück in einen dreibeinigen Hund. Und stell wieder ab, wie Hund. Gut, wir machen das mit der Musik. Rechts Bein zieht hinten. Zieh für einen Sprinter, leg dein linke Knie am Boden. Öffne die Arme, Mini Vira 1. Und wieder Ardha Hanuman. Zieh nochmal auf, Mini Vira 1. Komm in Sprinter, löse dein hintere Knie vom Matten. Rechts Bein zieht zurück. Komm wieder in Hohn. Links Bein geht hinten rauf. Ziehe für einen Sprinter. Rechts Knie, leg am Boden an. Mini Vira 1. Ziehe zurück, Ardha Hanuman. Fuß ist flex. Mini Vira 1. Komm in Sprinter, hinteres Knie löst von Matte weg. Links Bein zieht hinten auf in dreibeinig Hund. Und wieder zurück in Hohn. Nimm das rechte Bein hinten auf. Zieh für einen Sprinter, leg dein linke Knie am Boden ab. Mini Vira 1. Ardha Hanuman, zieh zurück. Von hier kommst du jetzt in einen Sprinter, das heisst, löst dein hintere Knie und mit deinem rechten Arm schwimmst du von hinten vorne. Schick kraulen. Und bei der Ausatmung nimmst du den Arm wieder tief. Wir gehen noch einmal. Einatmen, schwimm, hinten vorne. Ausatmen, zurück in Sprinter. Zieh dein rechte Bein zurück in dreibeinig Hund. Stell wieder ab in Hund. Links Bein geht hinten rauf. Zieh vorne in Sprinter. Rechts Knie ablegen, Mini Vira 1. Ardha Hanuman. Komm in Sprinter, das heisst, deine rechte Hand bleibt am Boden. Es ist die linke Hand, die von hinten vorne schwimmt, bei der Einatmung. Und bei der Ausatmung wieder vorne runterkommt. Gang noch einmal. Einatmen, ziehen. Ausatmen, Hand zurück am Boden in Sprinter. Zieh das linke Bein zurück in dreibeinig Hund. Und komm wieder in einen Down Dog, Hund, der runterschaut. Fünf, sechs, sieben. Nimm dein rechte Bein hinten rauf. Zieh für einen Sprinter. Mini Vira 1. Ardha Hanuman. Linke Hand bleibt am Boden. Sprinter, schwimm rechts von hinten vorne. Sprinter. Einatmen, dreibeiniger Hund. Ausatmen, Down Dog, Hund. Links Bein hinten auf und einatmen. Zieh für einen Sprinter, ausatmen. Knie ablegen. Mini Vira 1, einatmen. Ardha Hanuman, zieh zurück, ausschnüffeln.
Rechte Hand bleibt am Boden, sprinten, linke Hand kreis, drei Atmen. Und zurück in Sprinter ausschnaufen. Links Bein zieht zurück. Und wieder in Hund. Rechts Bein zieht hinten rauf. Sprinter. Nie wieder eins. Ardha Hanuman. Sprinter Twist. Schwimm rechts hinten vor. Wenn du willst, streckst du das vordere Bein, musst aber nicht. Komm zurück in Sprinter. Dreibeiniger Hund. Und wieder in Hund. Links Bein hinten aufnehmen. Komm in Sprinter. Mini Vira 1. Ardha Hanuman. Linken Arm schwimmt von hinten führen. Vielleicht kannst du dein Vorderbein strecken in der Pyramide. Dann kommst du wieder in den Sprinter. Zieh jetzt dein linke Bein zurück in die Dreibeinige Hund. Komm wieder in den Hund. Gut. Zieh dein rechte Bein hinten rauf. Wir ändern und gehen weiter. Komm in den Sprinter. Lass deine linke Hand am Boden, deine rechte Hand schwimmt von hinten führen. Und die rechte Hand zieht jetzt zwischen der linken Hand und dem rechten Fuß durch die Mitte durch. Und zeigt Richtung linken Fuß. Schau nach dieser Hand. Zieht deine Hand wieder vorne raus und schwimmt zurück. Das wäre die Einatmung. Bei der Ausatmung lass die Arme absinken. Schwimm noch mal hinten vorne, einatmen. Zieh den Arm zwischen Hand und Fuß durch. Und schwimm wieder vorne durch zurück. Ausatmen hinten. Schwimm. Durch die Mitte ziehen. Ausschnaufen. Schwimm wieder zurück. Einschnaufen. Mach einen ganzen Kreis. Bei der Ausatmung bist du wieder im Sprinter. Rechts Bein ziehen. Zurück in drei Beine kommt. Und stell den Fuß wieder ab. Links Bein geht hinten rauf. Zieh vorne in Sprinter. Linke Hand schwimmt hinten vorne. Und zieht von hier zwischen der rechten Hand und dem linken Fuß durch. Kannst mit der Hand voran oder mit dem Ellbogen voran. Zeig Richtung rechten Fuß und schau nach der Hand. Zieh den Arm wieder vorne raus, schwimm zurück, Dossenkreis, ausatmen, lass den Arm absenken. Einschnaufen, schwimm von hinten vorne. Zieh durch die Mitte, ausschnaufen. Schwimm noch einmal zurück, groß. Ausatmen, lass den Arm absenken. Einschnaufen, vorne, vorne schwimmen. Durch die Mitte ziehen. Schwimm wieder zurück. Kreis den ganzen Kreis, bis du da vorne bist im Sprinter. Zieh den linken Fuß zurück in die dreibeinige Hund. Und zurück in die Hund. Wart hier. Nimm dein rechte Bein hinten rauf. Komm für einen Sprinter. Schwimm mit deinem rechten Arm von hinten vorne. Zieh durch die Mitte. Wenn du hier bist, stellst du deinen linken Fuß quer ab, sodass die Sohle auf dem Boden ist. Und kommst in einen Reverse Warrior. Linken Arm zieht zuerst rauf, rechten Arm folgt, bis du in diesem Reverse Warrior bist. Dein Blick geht zur rechten Hand oder zur linken. Zieh wieder für einen Sprinter. Zieh dein rechte Bein zurück. In einen dreibeinigen Hund. Stell den Fuß ab in Hund. Links Bein geht hinten rauf. Zieh für einen Sprinter. Schwimm mit dem linken Arm hinten vorne. Zieh durch die Mitte. Wir machen noch mal langsam. Stell den rechten Fuß ab, so ein bisschen quer. Jetzt zieh zuerst den rechten Arm vorne. Und der linke Arm folgt, bis du in einem Reversed Warrior bist. Wenn du jetzt in Sprinter kommst, drehst du den Hinterfuß wieder auf den Fußball, sodass die Fersen aufgestellt ist. Zieh den linken Fuß zurück in einen dreibeinigen Hund und wieder in den Hund. Rechts Bein geht hinten rauf. Zieh für einen Sprinter. Schwimm mit dem rechten Arm. Zieh durch die Mitte.
Reverse Warrior. Linker Arm geht zuerst, rechter folgt. Sprinter, drei den Hinterfuß zurück. Dreibeiniger Hund. Und wieder in Hund. Links Bein geht hinten rauf. Komm in Sprinter. Schwimm mit dem linken Arm. Zieh die Mitte. Reverse. Der rechte Arm geht zuerst. Komm in Sprinter. Drehe den Hinterfuß mit. Links Bein zieht zurück in dreibeinigen Hund. Und zurück in Hund. Rechts Bein hinten raufziehen. In Sprinter ziehen. Rechten Arm schwimmt hinten führen. Zieh die Mitte. Reversed. Linken Arm geht zuerst, rechter voll. Komm wieder in Sprinter. Zieh rechts Bein zurück. Zurück in Hund. Links Bein zieht hinten rauf. Komm in Sprinter. Schwimm links. Zieh die Mitte. Rechter Arm geht zuerst. Linker folgt. Sprinter, hinteren Fuß dreht mit. Links. Zieh zurück in die Beine Hund. Und wieder zurück in Hund. Das rechte Bein hinten rauf. Und für den Sprinter. Wir gehen weiter. Von hier du dein Gewicht auf den rechten Fuß verlagern. Vielleicht läufst du mit deiner rechten Hand ein bisschen vor. Komm in einen Halbmond und du gleichzeitig mit dem linken Arm wieder von hinten vor schwimmen, wenn du das Bein aufnimmst. Schwimm weiter im Kreis, nimm die Hand und den Fuß wieder zurück am Boden. Ziehe dein rechte Bein zurück in die dreibeinige Hund und wieder in Hund. Links Bein geht hinten rauf. Komm in Sprinter. Das ist die Ausatmung. Linke Hand wandert ein bisschen vor. Gewicht ist auf dem linken Fuß. Rechts Bein geht hinten rauf. Kreis mit dem rechten Arm von hinten vor. Immer geht zum Schwimmen. Genau. Und zurück in Sprinter. Links Bein zieht zurück in dreibeinigen Hund. Und wieder zurück in Hund. Noch einmal. Rechts Bein geht hinten rauf. Sprinter. Links schwimm in den Halbmond, in einen grossen Kreis, bis du vorne am Boden bist mit deinem Hang. Sprinter. Rechts Bein zieht zurück. Komm ich hoch. Links Bein zieh hinten rauf. Komm ich Sprinter. Rechts schwimm in den Halbmond, von hinten führen. Grossen Kreis, bis du wieder am Boden bist. Sprinter. Links Bein zurück. Und zurück in Home. Zieh dein rechte Bein hinten rauf. Wir hängen jetzt mal alles zusammen. Komm in Sprinter. Schwimm mit deiner rechten Hand hinten vor. Zieh dir die Mitte. Stell Fersen ab. Reversed Warrior. Rechte Hand kommt wieder vor dir am Boden. Komm in Halbmond. Schwimm mit der linken Hand hinten vor. Zurück in Sprinter. Rechter Fuß zieht hinten auf, dreibeiniger Hund. Und wieder in Hund. Wart hier. Nimm dein linke Bein hinten auf. Komm in Sprinter. Schwimm mit dem linken Arm. Zieh dir die Mitte. Stell die hintere Fersen ab, reversed. Warrior. Komm jetzt mit dem linken Hang und dem linken Arm wieder vor dir auf die Matte. Rechten Arm kreist. Halbmond. Zurück in Sprinter. Zieh den linken Fuß zurück. Dreibeiniger Hund. Und wieder in Hund. Wart hier. Rechts Bein im Hingen rauf. Zieh Sprinter. Schwimm mit dem rechten Arm, hinten führen. Zieh dir die Mitte. Reversed. Linken Arm geht zuerst. Und mit der vorne aber mit dem rechten Arm schwimm durch den Halbmond durch.
zurück in Sprinter. Rechts Bein zurück, dreibeiniger Hund. Und die Hund. Fünf, sechs, sieben, nimm dein linke Bein hinten rauf. Ziehe Sprinter. Schwimm mit dem linken Arm. Durch die Mitte ziehen. Reversed. Rechter Arm geht zuerst. Linken Arm kommt wieder an Boden. Rechter schwimmt hinten vor. In Halbmond rein, Kreis weiter. Zurück in Sprinter. Links Bein zieht zurück in dreibeinig Hund. Und wieder in Hund. Roll jetzt vor in ein Brett. Ganz runden Rücken. Und komm wieder zurück. Leg neu am Boden ab in eine Kindstellung. Bleib hier. Ein, zwei Atemzüge. Noch einmal den ersten Teil an und du dort auch noch etwas anhängen. Für das roll dich auf und du dein rechtes Bein anwinkeln. Du noch mal über deine linke Hüfte rollen, stell deinen rechten Fuß ab. Schau, dass deine linke Hängung unter der Schulter ist. Wir kommen hier nämlich in ein Waldsing mit Hilfe der linken Fußsohle, die in den Boden presst und den rechten Arm kreist hinführen. Komm zurück auf die Knie und wieder in die Kindstellung. Warte hier. Roll dich wieder auf und du dein linke Bein anwinkeln bis in die Cobra. Über deine rechte Hüfte rollst du über den linken Fuß abstellen. Wild Thing. Press den rechten Fuß in den Boden, kreist den linken Arm zurück ins Kind. Roll auf. Rechten Fuß anwinkeln. Über deine linke Hüfte stell den rechten Fuß ab. Wild Thing. Zurück ins Kind. Noch einmal. Roll auf. Links Bein anwinkeln. Über deine rechte Hüfte. Stell den Fuß an. Wild Thing. Zurück ins Kind. Roll wieder auf. Rechts Bein anwinkeln. Über die linke Hüfte rollen. Stell den rechten Fuß an. Von hier kommt ins Wild Thing. Vielleicht kannst du einen Moment zuschauen, weil von hier gehen wir weiter in einen Sprinter. Das heisst, wenn du kannst, gehst du nur auf den linken Hang und auf den linken Fuß und ziehst den rechten Fuß vor. Leg das linke Knie an, öffne in einen Mini-Vira 1, komm in einen Sprinter, zieh dein rechte Bein zurück in einen dreibeinigen Hund und komm wieder in ein Kind. Das ist eine Variation, es gibt aber auch eine einfachere. Roll dich auf, rechten Fuß anwinkeln, roll über die Hüfte. Von hier das Wild Thing kommt. Gerne darfst du hier dein linke Knie wieder ablegen. Sitz ab, nimm beide Hände zuerst vor und ziehe nachher das rechte Bein vor. Von hier, mini wieder eins. Komm zurück in Sprinter. Zieh dein rechte Bein zurück. Stell die Füße ab und komm wieder in den Hund. Und mein Kind, leg deine Knie ab. Wir machen es zusammen. Bleib noch 8 Schläge im Kind. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Roll dich auf. Rechts Bein anwinkeln bis in die Cobra. Roll über deine linke Hüfte. Stell den rechten Fuß ab. Wild Thing. Deine Variation zum Führen Lunge oder in Sprinter zu kommen. Leg dein linke Knie ab. Mini Vira 1. Zurück in Sprinter. Hinters Knie anheben. Rechts Bein zieht zurück. Dreibeiniger Hund. Komm jetzt wieder in den Hund. Leg Knie ab. Kind. Roll auf, links Bein anwinkeln bis in die Cobra. Über die rechte Hüfte, bis die linke Fuß abgestellt ist. Wild Thing. Deine Variation, zieh dein linke Bein für einen Sprinter, leg dein rechte Knie an. Mini Vira 1. Sprinter. Zieh dein linke Bein zurück. Stell den Fuß ab, leg den Knie wieder ab. Neues. Roll dich auf, rechts Bein anwinkeln. Über die Hüfte rollen, stell dir rechten Fuß ab.
Wildfin. Tief für einen Sprinter. Linkskleid ist am Boden Mini Vira 1. Sprinter. Zieh dein rechte Bein zurück. Komm wieder zurück in Home. Leg deine Knie ab. Ja, wie du siehst, bin ich auch nicht im Kind. Ich habe es versäbelt. Ich bin da fröhlich weiterflauen. Das kann auch mir passieren. Mach nichts. Komm einfach wieder zurück ins Kind. Wir fangen nochmal von vorne an. Wart dort. Wart noch 8 Schläge. 5, 6, 7. Roll dich auf, links Bein anwinkeln. Über die rechte Hüfte rollen, linken Fuß abstellen. Wide Bein. Ziehe für einen Sprinter. Mini Vira 1. Sprinter. Ziehe das linke Bein zurück. Komm wieder ins Kind. Dann geh dafür noch einmal. Roll dich vor, du dein rechte Bein anwinkeln, Cobra. Über die linke Hüfte, rollen. Stell den rechten Fuß ab. Wild Thing. Zieh vor den Sprinter. Mini Vira 1. Sprinter. Zieh den rechten Fuß zurück. Leg wieder die Knie ab. Kind. Roll dich auf. Links Bein anwinkeln, über die rechte Hüfte rollen. Wild Thing. Ziehe für einen Sprinter. Rechts Knie ablegen, Mini Vira 1. Sprinter. Fuß zurück in dreibeinigen Hund. Und zurück in Hund. Roll dich noch dreimal ganz rund für ein Brett. Einschnaufen rum. Zurück in den Hund. Einmal mehr. Zurück in den Hund. Ein letztes Mal. Roll ganz rund für ein Einschnaufen. Komm zurück in den Hund. Leg deine Knie am Boden ab. Und wir treffen uns wieder hier in meinem Kind. Du hast jetzt eigentlich den ganzen Flow schon mal gemacht. Du weißt oder kennst vielleicht einfach die Reihenfolge noch nicht. Wir setzen jetzt die Sequenzen zusammensetzen und zu einem anderen Stück Musik flowen. Ja, auch ich habe ein bisschen geschwitzt, wie du siehst. Das war für mich anstrengend. Wir fangen an in einer Kindstellung. Komm wieder auf deine Knie, du deine Arme vor dir ausstrecken, die Hände sie fest im Boden verankert. Zehen sie aufgestellt, jeder Finger ist abgespreizt vom anderen Finger. Hört die Musik, es ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Roll auf, du dein rechte Bein anwinkeln. Roll über deine linke Hüfte, stell den rechten Fuß hinter dir ab. Wild Thing. Ziehe für einen Sprinter. Leg dein hintere Knie ab. Mini Vira 1. Adha Hanuman. Du dein Gewicht auf den rechten Fuß bringen, schwimm rechts hinten vor. Ziehe die andere Mitte durch. Reverse. Der linke Arm geht zuerst. Rechter Arm geht wieder am Boden, linker Arm schwimmt hinten vor. Kreis geht weiter, Halbmond. Zurück in Sprinter. Rechts Bein zieht hinten rauf. Zurück in Home. Roll dich vor in ein Brett. Zurück ins Kind. Roll auf, links Bein anwinkeln. Roll über deine rechte Hüfte, stell deinen linken Fuß am Boden ab. Wild Thing.
ziehe den linken Fuß vor in den Sprinter. Stell dich oder leg dein Knie ab. Mini Vira 1. Ardha Hanuman. Ziehe vor auf den linken Fuß, kreis die linken Arm. Ziehe durch die Mitte. Komm in Reversed. Rechten Arm geht zuerst. Linke Hand kommt wieder am Boden. Rechten Arm schwimmt hinten vor, kreis geht weiter in Halbmond. Stell wieder ab in Sprinter. Links Bein zieht zurück in dreibeinig Hund. Komm zurück in Hund. Roll dich vor in ein Brett. Leg deine Knie ab. Und wieder ins Kind. Gut. Wir machen noch zwei Runden. Eine sage ja, die letzte sage ich nicht an. Dann kannst du deine Musik geniessen. Roll auf, rechter Fuß ist angewinkelt. Roll über deine linke Hüfte, rechter Fuß stellt ab. Wild Thing. Ziehe vor in einen Sprinter. Mini Vira 1. Ardha Hanuman. Rechter Arm schwimmt hinten vorne durch den Sprinter. Ziehe durch die Mitte. Reverse, linken Arm geht zuerst. Rechte Hand kommt am Boden. Schwimm führen. Schwimm durch den Halbmond. Hinterer Fuß stellt ab, Sprinter. Rechter Fuß zieht zurück. Dreibeiniger Hund. Stell wieder ab. Roll für in ein Brett. Leg deine Knie ab, Kind. Von vorne, roll in den Cobra, links Bein anwinkeln. Roll über deine rechte Hüfte. Wild Thing. Ziehe vor in einen Sprinter. Knie ablegen. Mini Vira 1. Ardha Hanuman. Schwimm mit dem linken Arm. Ziehe durch die Mitte. Reverse, der rechte Arm geht zuerst. Linke Hand kommt am Boden. Schwimm mit dem rechten Arm führen. Kreis weiter, Halbmond. Kreis weiter bis in Sprinter. Links Bein zieht zurück in dreibeinig Hund. Stell die Fuß ab. Roll die Füße in ein Brett ganz rund. Leg deine Knie ab. Wir gehen in die letzte Runde. Ohne meine Ansage gibt dir nur noch helfen, wenn du es anfangen musst. 5, 6, 7. Roll auf, rechts Bein anwinkeln. Thank you.
hier gerade liege in dieser Kindstellung. Nimm zwei, drei ganz tiefe Atemzüge im Bauch. Wenn du willst, nimmst du deine Arme neben die Knie, neben die Hüfte. Bleibst hier für einen Moment liegen. Atemzug und roll die nachher Wirbel für Wirbel auf, komm in den Fersensitz. Leg deine Hände auf die Knie und bei der nächsten Ausatmung wirst du ganz rund. Der Bauchnabel geht zurück und dafür kommen die Schultern führen und den Kopf auf dein Brustbein absinken. Spür die Dehnung vom Hals bis ins Steißbein. Bei der Einatmung richtest du dich wieder auf. Dann gehst du nochmal zurück, wirst ganz rund. Ohne dass du deine Hände ziehst oder deine Arme vorziehst. Ganz locker und richte dich wieder auf. Nimm jetzt deine Hände aus deinen Hang hinein, verhaken und fang an, deine Handgelenke zu lockern und zu kreisen. Bleib in dieser Position mit den Händen und dann ziehst deine Arme in den Kreis hinein, sodass du deine Schultermuskulatur spürst, wie es dehnt wird. Du deine Arme nicht einfach strecken, sondern zieh endlich ein bisschen gegen oben und eben so ein bisschen gegen die Ellbogen hinein. Löse jetzt deine Hänge wieder. Lass deine Hänge links und rechts vom Körper absenken und du deinen Kopf auf die rechte Seite absenken lassen. Vielleicht willst du mit der linken Schulter und mit der linken Hand noch etwas mehr gegen den Boden ziehen, dass sich der Zug im Hals verstärkt. Komm zurück in die Mitte und geh auf die andere Seite. Vielleicht ziehst du deine rechte Hand Richtung Boden runter, die Schulter Richtung Boden runter. Dehn. Und komm wieder zurück in die Mitte. Lass jetzt bei der nächsten Ausatmung dein Knie Richtung Brustbein absinken, ganz tief, sodass du diesmal einen Zug hast unterhalb vom Hals, dort wo sein Rücken übergeht. Gut, löse wieder auf. Ich danke dir ganz herzlich fürs Mitmachen. Ich hoffe, es sei gegangen und ich hoffe auch, dass du deine Pause hast nehmen können. Das ist ja das Gäbige bei diesen Video-Flows. Bleib noch einen Moment sitzen, wenn du das Gefühl hast, die Pulse sei noch etwas hoch. Erst dann gehe ich in Shavasana. Vielleicht willst du deine Lieblingsmusik nehmen und liegst noch etwas in Shavasana. Ich verabschiede mich von dir bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst.